Doch Musik im November, heute mit einer internationalen Besetzung. Zwei Gitarristen aus dem Vereinigten Königreich. Normalerweise habe ich ja nie zwei Gitarristen dabei, weil ihr wisst ganz genau, einer ist mir schon immer viel zu viel. Aber jetzt mit zwei habe ich gemerkt, das macht doch richtig Spaß. Vor allen Dingen, wenn da Engländer sind und die nicht immer einen gleich alles verstehen, was wir so gesagt haben. Doch. Okay, auch dieses Mal wieder wie immer ein Kennenlernstückchen zur Musik, ein Instrumentalstück. Okay, viel Spaß erstmal mit der Musik November Edition. Thank you.
erster Schritt reicht gewesen heute an der Gitarre. Ein lieber Freund, wie ich schon sagte, aus England, Stafford. Und der Herr hat alle 18 Produktionen mit der Climax Blues Band eingespielt. Das heißt also von Anfang an, er ist also Gründungsmitglied der Climax Blues Band. Hat danach beim Electric Light Orchestra gespielt. Danach viel als Solist gearbeitet, auch mit anderen Gitarristen zusammen, zum Beispiel mit Jan Ackermann. Heute Abend ist er hier auf der Bühne, den Hockey Hockey. Und das ist mein lieber Freund Pete Haycock. Hey, thank you. Nice to be here.
hatte nämlich einen Schlagzeuger angekündigt, der heute gar nicht konnte. Und er hat mir das zwar schon gesagt, dass er nicht konnte, aber ich habe das vergessen. Und der Charlie, der lacht sich schon immer kaputt, wenn ich so freitags anrufe und sage, hör mal Charlie, was machst du sonntags? Dann sagt er schon immer, ja, wann, wohin soll ich kommen, wenn du wie viel Ruhe aufbauen? So, heute hier für euch ein ganz neuer Gast zum Überfall, Charlie T. Thank you.
every superstition writings on the wall. Every superstition lies by a fall. Sozusagen schamlos wieder uns allen Stilistiken bedient, die der Dietmar kennt. Nämlich allen beiden Country und auch Western.